Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Meine lieben Zuschauer, ich möchte gerne meine Kurzlegungen vorstellen. Es ist eine kleine Auswahl meiner Beratungen. Diese könnt ihr haben als Videoberatung auf YouTube oder als WhatsApp-Beratung. Weitere Legungen findet ihr auf meiner Webseite unter www.denderasusannamedici.com. Tageshoroskop am 1. März 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession und das ist nichts anderes als die Bewegung unserer Sonne. Die gesamten Sonnensystem bewegt sich durch den platonischen Jahr. Ein platonisches Jahr dauert etwa 26.000 Jahre. Im Zentrum ist Alkyone, eine Zentralsonne, ein Stern von die Plejaden. Ein platonischer Monat dauert etwa 2.000 Jahre und Dezember 2012 hat ein neuer platonischer Monat begonnen. Das nennen wir als Wassermann-Zeitalter. Es ist eine andere Berechnung. Nicht wundern, wenn die Ergebnis anderes ist und wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als im westlichen Horoskop. Ganesha hütet die Astrologie und begleitet uns bei Neuanfang, auch wie ein Tag beginnt. Wir haben hier die vier Grundelemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Alle Elemente sind gleichwertig, lebensnotwendig. Was ich immer wieder bewundere, das ist wirklich die Wunder der Natur, dass die Pflanzen von diesen vier Grundelementen leben. Die Feuerelement ist die Sonnenkraft, die Wärme, die Erdeelement, den Boden, wo sie sich verwurzelt können, die Luftelement, natürlich die Atem und das Regen, die Wasser. Sonne befindet sich in der Kreiszeichen Wassermann. Suraya ist der Name der Sonne in indischen Mythologie und ich setze Suraya oder die Sonne in Tierkreiszeichen Wassermann. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt die Monatsthemen. Die große Zeiger in dieser kosmischen Uhr ist Mond und Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Soma ist einer von den Namen des Mondes, gibt es auch mehrere Namen, einer davon ist Soma. Mond ist im Feuerelement. Sonne ist im Luftelement, die beiden Elemente harmonisieren miteinander. Die Feuer braucht zum Brennen die Luft und die Luft braucht auch die Wärme. Das heißt, hier ergänzen sie sich die Naturkräfte. Und das ist sehr wichtig, wenn wir das
als beide Lichter auch mal betrachten, weil das hat schon einen Einfluss auf unseren Alltag. Beide Elemente sind aktiv. Feuerelement ist aktiv, Luftelement ist auch aktiv. Das heißt, wir sollen heute aktiv sein und die beiden Lichter stehen in Harmonie. Und das spüren wir auch in unseren Gefühlen, in unserem Gemüt, auch in Umgebung, dass die Menschen mehr die Harmonie suchen oder sind sie im Gleichgewicht. Es ist eine fließende Energie und zeigt Aktivität. Hier die Begeisterung und hier mehr die Kommunikation, die Verbindungen, das löst hier die Sonnenenergie aus in Luftelement. Luftelement steht auch für Kommunikation. Agni ist der Feuergott in indischen Mythologie und steht mit Mars in Verbindung. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder. Hier kann sich die Mars-Energie optimal entfalten, weil Mars ist zu Hause, herrscht über die Tierkreiszeichen wieder und es gibt uns die Kraft und Mut für einen Neuanfang. Mars bedeutet auch der Mann und natürlich viele Männer stehen zurzeit bei einem Neuanfang, was die Widder auch symbolisiert. Oder können sie sich besser durchsetzen? Das ist auch die Durchsetzungskraft der Widder. Merkur ist in Tierkreiszeichen Fischen. Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, wird aber mit ein D geschrieben. In meinem Bild steht Buddha mit 2D und das bedeutet die Erläuterung oder Erläuternde. Aber ich habe kein anderes Bild für Merkur. Aus diesem Grund setze ich Buddha in Tierkreiszeichen Fischen. Merkur ist der Planet, die Kaufleute, die Handlungen, die Verträge und Termine und Reisen und Bewegung. Aber steht auch für Kommunikation und hier im Wasserelementen bedeutet über Gefühlen sprechen oder die Kommunikation ist sehr gefühlsvoll, gefühlgeladen. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion, Indra steht in Verbindung zum Jupiter. Indra oder Jupiter in Skorpion, Jupiter vergrößert etwas und hier erleben wir in unseren Emotionen sehr, sehr intensiv. Und Jupiter sorgt auch für göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Venus befindet sich im Steinbock. Lakshmi steht für Schönheit und steht in Verbindung zum Planet Venus. Lakshmi ist im Steinbock im Erdeelement. Das sind die Bedürfnisse, was wir gerade haben, mehr Sicherheit, Stabilität in die Beziehung. Diese Bedürfnis haben die Männer auch, aber für uns Frauen zeigt auch diese Steinbock-Energie auch etwas. Das ist Erde. Und Erde bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur, Bodenständigkeit. Und Steinbock zeigt uns ein Stück Paradies, ein Stück paradiesische Erde. Warum? Über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn. Und Saturn ist der Herrscher der goldenen Zeitalter in diesem paradiesischen Zustand. Und davon hat die Steinbock noch etwas erhalten. Und wie erreichen wir das? Wenn wir Ziele setzen, hohe Ziele, Ideale, und die Steinbock belehrt uns, das nicht aus den Augen verlieren, daran glauben. Egal wie steinig dieser Weg ist, ein Steinbock gibt das nicht auf, sondern geht in diesen Weg und hat die Kraft,
die Geduld und Ausdauer und erreicht den Ziel, die Spitze des Berges. Das ist die Zielerreichung und genau das vermittelt Venus. Für uns Frauen spricht es uns an, Ziele setzen, das nicht aufgeben. Skandal steht in Verbindung mit Saturn. Skandal oder Saturn ist in Tierkreiszeichen Schütze. Saturn ist der große Lehrmeister und belehrt uns. Was sagt Saturn gerade zu uns? Hier geht es auch um Ziele setzen, mit einer Begeisterung. Die Schütze kann man leicht von vielen Dingen begeistern. Es ist auch Feuerelement, ganz klar, sofort Feuer und Flamme zu sein von etwas. Aber die Schütze zeigt in die Richtung, die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und da sind unsere Wünsche. Das soll das Ziel sein, was uns wirklich begeistert. Und damit ändert sich die persönlichen Planeten. Und jetzt schauen wir an die Elementenverteilung, weil wir brauchen alle vier zu unserem Gleichgewicht. Und das sind die kosmischen Einflüsse. Wir haben Mars, Mond, Saturn in Feuerelement. Wir haben Venus in Erdelement. Wir haben Sonne in Luftelement und Jupiter, Merkur in Wasserelement. Jedes Element ist Energie da und das hilft uns, außerdem Mond und die Sonne steht auch in Harmonie. Also das ist mal ein harmonischer Einfluss auf unseren Alltag. Und jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Uranus ist in Tierkreiszeichen Widder. Uranus sorgt immer für Umbrüche und Veränderungen und unerwartete Ereignisse, Überraschungen. Und das löst diese Uranus-Bewegung hier aus, im Widder, was auch Neuanfang symbolisiert. Neptun ist der Planet, die Träume, Visionen. Ich nenne Neptun als der Planet der Künstler. Und dieser Neptun bewegt sich gerade im Wassermann. Und die Wassermann schenkt dazu noch die Ideenreichtum, das ist Inspiration. Und das können wir auch kreativ nutzen. Pluto. Pluto zeigt die innere Kraft. Aber Pluto darf das gar nicht erlauben, dass jemand diese Kraft raubt. Sonst verliert die Macht. Und das ist die Überlebenskraft. Pluto ist dafür da, das Leben zum Erhalten. Pluto ist im Schütze und zeigt die Richtung, was uns Kraft gibt. Und das ist die Richtung Reisen oder Sport, Bewegung, aber auch unseren Wünsche, die Orientierung. Mond befindet sich im Schütze, in ein Mondhaus und dieses Mondhaus hier, wo die Mondbewegung ist und diese Mondhäuser symbolisieren die Tagesbewegung des Mondes. Purvashada heißt dieses Mondhaus und bedeutet Basis, Fundament und die Fundament sind unsere Wünsche. Unerfüllten Wünschen können die Ursache sein für Erkrankungen. Das sollen wir mal auch nachdenken. Und die Verbindungen. Sonne-Mond steht in einer harmonischen Verbindung. Mond steht zum Mars, auch eine harmonische Verbindung, weil beide befinden sich im Feuerelement. Merkur nähert sich zu einer Verbindung zum Uranus. Es ist noch nicht exakt, aber die Richtung stimmt. Merkurbewegung, und Merkur bewegt sich auch schnell, nähert sich zu einer Verbindung zum Uranus. Und das bedeutet eine Nachricht, eine Botschaft, was als Überraschung kommt. Etwas, wo wir gar nicht damit rechnen. Und jetzt kommt die Maya-Kalender.
Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet. Sie haben auch die kosmischen Einflüsse auch beobachtet und sie haben ein wunderbares Kalendersystem, ein sehr präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Ein Teil sind davon verloren, aber ein Teil sind noch als Schätze da und ich möchte das auch näher bringen, auch wenn das für uns etwas fremdartig erscheint. Es ist wichtig, weil so sind wir im Einklang mit der Natur. Am 27. Februar hat die siebte Welle begonnen und diese siebte Welle dauert bis 11. März 2019. Es sind 13 Tage und das entspricht wie bei uns die 7-Tage-Woche. Wir befinden uns gerade in der siebten Welle und diese Welle bedeutet Reinigung, eine blitzartige Transformation, ein Regensturm, Blitz, Donner, Gewitter, so wie in der Natur auch. Aber wir sollen im Vertrauen bleiben, ohne Angst diese Veränderungen begrüßen, weil das ist nichts anderes als eine Reinigung, eine Tiefreinigung. Und wir sollen das wirklich als Erneuerung dieser Kraft begrüßen. Es wird eine Herausforderung sein, aber das ist die Notwendigkeit, damit ein Wandel hier kommt. Ein großer Wandel findet sich gerade statt. Die heutige Zahl ist die Zahl 3. Und diese Zahl 3 bedeutet die Verbindung, die Gegensätze und dadurch entsteht das Dritte, Erneuerung. Und diese Erneuerung ist gleichzeitig die Befreiung und das bringt alles in Bewegung, bringt alles in Schwung. Die heutige Kraftfeld oder planetarische Einfluss ist Imisch. Und Imisch ist ein Krokodil, das ist die Krafttier und das bedeutet die Emotionen wahrnehmen. Das ist wie die Urmeer, der Ursprung von allem, die tiefen Gefühle und Emotionen, aber auch die Intuition. Diese Energie, diese Imisch bedeutet auch eine Art Heilung. Das ist wie ein Heilwasser und dadurch ändert sich etwas in unserem Leben. Mondenergie zeigt Manik die blaue Hand und diese blaue Hand bedeutet auch Handlungen und Handlungen nach Gefühl. Hier kommt auch wieder die Wasserelement, aber diese Wasserelement, diese blaue Hand verbindet wie ein Medizinrad alle vier Elemente und sorgt für Einheit. Und das ist die Vitalität, die Kraft, auch die Tatkraft. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist das Sinn des Lebens. Was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt
den Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.